Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Florian Schmidt-Amelung. Florian ist erfolgreicher Startup-Coach, Business Angel und Entrepreneur. Nach seiner Erfahrung durchlaufen alle digitalen Unternehmen in den ersten 3 bis 4 Jahren ähnliche Phasen. Damit stehen sie vor ähnlichen Herausforderungen in Bezug auf Führung und Strategie, Team und Kultur, Organisationsentwicklung sowie Betriebsmanagement. Und genau über diese Themen reden wir. Ich denke, es ist vor allem eine Organisation aufzubauen auf der grünen Wiese, was mich am meisten motiviert und mir auch am meisten Zufriedenheit gibt. Es ist so zu sehen, wie es sich entwickelt, wie es wächst, das mit anderen gemeinsam aufzubauen und dabei auch insbesondere die Entwicklung von Menschen, von Mitgliedern im Team, von anderen Menschen, die involviert sind, mit ihren ganz individuellen Zielen und Wünschen und Fähigkeiten und Träumen. Das gibt mir, glaube ich, am meisten und das treibt mich an. Okay, gut, du hast gerade schon das Bild von der grünen Wiese genommen. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, warum du genau das wählst? Es ist der spannendste Teil, glaube ich. In meiner Erfahrung ist es so, dass eigentlich alle jungen Unternehmen durch ähnliche Phasen durchgehen. Und so diese erste Phase, die wilde Phase, wo noch gar nichts steht, sondern es wirklich grüne Wiese ist, ist so der spannendste Moment, weil im Grunde alle primär aus intrinsischer Motivation, aus Begeisterung für die Sache, aus Begeisterung für die Idee und die Vision dabei sind. Und das schafft eine ganz eigene Dynamik und eine ganz eigene Stimmung. Und das ist, glaube ich, was auch viele reizt, die gerne in Startups arbeiten möchten. Gut, lass uns gerne gleich ein bisschen mehr auch auf das Thema Unternehmensentwicklung und wie sich Unternehmen, wie sich Organisationen entwickeln, verschiedene Phasen, hast du gerade schon angesprochen, da mal reingehen. Davor würde mich noch interessieren, als was identifizierst du dich selbst? Also was ist es, was du sagst, das machst du? Welche Rolle nimmst du ein? Aber vor allem, was machst du, wie du unterstützt du vielleicht auch andere Organisationen? Ich bin, glaube ich, meistens Mentor in irgendeiner Form. Beruflich bin ich Coach. Seit 3 Jahren coache ich Startups, das heißt andere Gründer, Gründerteams in ihren verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung. Ich bin auch als Business Angel unterwegs seit 2008 und auch da oft dann in einer Art Mentorrolle für Startups. So über die Bank würde ich sagen, ist es vor allem eine Art Mentoring, das heißt immer wieder Sparringpartner zu sein, langfristig Menschen zu begleiten. Auch Menschen, die vielleicht früher mal für mich gearbeitet haben, sich jetzt selbstständig gemacht haben mit einem eigenen Unternehmen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist das natürlich besonders wichtig. Du hast jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, welche Rolle du einnimmst. Und sicherlich gibt es auch mehrere Themenbereiche, in denen du vor allem tätig bist. Und wenn du mal überlegst, einfach so von deiner, über die letzten vielleicht auch 3 Jahre, wie du gesagt hast, wo du als Coach tätig bist, gibt es spezielle Fragen, die dich immer wieder beschäftigen oder wo du sagst, sie sind für dich in deiner Tätigkeit, deinem Themenbereich am relevantesten? Ich glaube, es sind tatsächlich immer die gleichen Fragen. Ich glaube, die schwierigste Phase für jedes Startup ist der Moment, wo es tatsächlich anfängt zu funktionieren, wo es wächst und auf einmal ganz viele Konflikte entstehen. Das heißt, das zentrale Thema hier ist, Vertrauen zu schaffen, loslassen zu können, nicht mehr Micromanagement zu betreiben, nicht alles kontrollieren zu müssen, Verantwortung abzugeben. Und das heißt, auf der anderen Seite ganz stark eine aktive Prozessentwicklung zu machen, eine aktive Teamentwicklung zu machen, Dinge sauber zu definieren, damit es auch klare Rollen gibt und Menschen, an die man Verantwortung übertragen kann und klare Erwartungen auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist so das Schwierigste und das Spannendste zugleich und auch mein Fokuspunkt, das heißt vor allem Teamentwicklung, Unternehmensentwicklung, Organisationsentwicklung, das sind so die zentralen Themen. Da haben wir schon, glaube ich, eine ganz gute Roadmap, worüber wir so alles reden können. Aber zuvor auch nochmal würde mich ein bisschen dein Weg interessieren. Du bist ja nicht umsonst zu den Themen gekommen und gleichzeitig hast du ja selbst viel Erfahrung auch gerade im Bereich der Entwicklung gehabt. Kannst du das mal vielleicht einfach mal für mich anreißen, wo du sagst, okay, das sind so die, nennen wir es Meilensteine und nicht nur im Sinne von, hey, das habe ich gegründet, dann habe ich irgendwie was verkauft, sondern einfach, wo du sagst, für dich persönlich, wo du vielleicht auch so die größten Learnings gehabt hast. Ja, ich bin ja quasi aus der ersten Internetgeneration sozusagen. Das heißt, ich hatte relativ früh einen Rechner, einen Amiga 500 und habe auch als Teenager mein erstes kleines Unternehmen aufgebaut, eine Webdesign-Company für Kunstgalerien. Und die Unabhängigkeit, die mir das gegeben hat, die hat mich, glaube ich, ja, auf diesen Weg gebracht, auf dem ich jetzt seit 20 Jahren bin.
Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was ich studieren soll. Ich komme aus einer Familie, wo relativ viele klassische Berufe vertreten sind, wie Ärzte und andere. Und habe auch in verschiedene Bereiche reingeschnuppert, aber habe mich nie irgendwo wohlgefühlt und wollte mich auch nie so genau spezialisieren. Und habe dann Kulturwirtschaft in Passau studiert, also eine Mischung aus BWL, VWL, Jura, zwei Sprachen und einer ganzen Reihe von wählbaren Einzelfächern. Und das hilft mir bis heute im Grunde so aus verschiedenen Perspektiven Probleme betrachten zu können. Also ein Politikwissenschaftler schaut das gleiche Problem anders an als ein Jurist oder ein BWLer. Außerdem bin ich dort auf viele Menschen getroffen, die ähnlich ticken. Das heißt, ich habe in der Zeit im Ausland zwei Unternehmen aufgebaut, einmal in China und in Lateinamerika. Und auch danach einfach sehr engen Kontakt gehalten und viele sind auch in den Startup-Bereich oder angrenzende Bereiche in NGOs gegangen und so weiter. Ich glaube, das war auch eine sehr prägende Zeit für mich. Gerade die Auslandserfahrung war sehr prägend. Die ersten Rückschläge natürlich da auch. Ne? Dinge, die nicht klappen, Unternehmen, die scheitern, Menschen, auf die man sich nicht verlassen kann, obwohl man gedacht hat, das wäre so. Ist vielleicht eine Erfahrung, die jeder macht irgendwo, ne? Ist Teil des Erwachsenenwerdens, aber natürlich, wenn einem man Dinge neu aufbaut, wenn man versucht, etwas Neues zu schaffen und mit anderen gemeinsam das schafft, ist es natürlich am Anfang besonders schwer zu verstehen, dass es einfach Teil des Prozesses ist und Teil des Lernprozesses, dass es Rückschläge geben muss. Genau. Und dann bin ich vor 12 Jahren nach Berlin gekommen, also so zum Anfang der ganzen Startup-Szene und habe hier 5 Jahre lang eine Gaming-Company aufgebaut, beziehungsweise dann später, als die beiden eigentlich im Grunde rausgegangen sind und ich das übernommen habe, eine Publishing Company, die in 15 Sprachen überall auf der Welt Spiele gepublished hat. Das war eine sehr starke Lernerfahrung für mich, weil ich habe es übernommen in einem Punkt, wo im Grunde das Unternehmen kein Geld mehr hatte, über 100 Leute und auch alle Investoren, die in die Schultern gezuckt haben, gesagt haben, ja, ist halt vorbei. Und das wollte ich halt nicht glauben, dass es vorbei ist und habe dann mit dem Team gemeinsam dafür gekämpft, dass es erfolgreichen Turnaround gibt. Und das gab es auch. Es war eine sehr harte Phase. Es ist sehr schwer, sich vor die Leute zu stellen und zu sagen, ich muss die Hälfte von euch entlassen. Es ist sehr schwer, das in den einzelnen Gesprächen zu machen. Zugleich ist es ein sehr starkes Learning. Das hat mich auch sehr geprägt. Auf der Positivseite, es haben alle mitgezogen. Es haben alle mit mir gemeinsam auf Gehalt verzichtet beispielsweise und eine ganze Reihe Sachen mehr. Was für mich extrem wichtig war, glaube ich, um zu verstehen, wie man eigentlich ein Team aufbauen muss, damit es so eng wird und so gut funktioniert und so starkes Vertrauen untereinander herrscht. Genau, und danach habe ich 2 weitere Unternehmen aufgebaut hier in Berlin. Ich glaube, das Wichtigste vielleicht daran war, dass ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich aus dem Hamsterrad raus muss. Das heißt, insbesondere, sagen wir mal, fremdkapitalfinanzierte Unternehmen, Venture Capital finanzierte Unternehmen, du bist relativ schnell immer in der Bringschuld. Ne? Du musst immer reporten, deine Investoren erwarten immer natürlich noch viel mehr, als du eh schon versprochen hast. Das heißt, du arbeitest rund um die Uhr, auch am Wochenende und immer. Und ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss eine Pause machen. Und das hat sich ganz gut gefügt, dass damals Home24 mein letztes Unternehmen übernommen hat. In der Krise, muss man sagen, in der Krise des Unternehmens selber, als auch in der Krise von Home24. Für mich war das trotzdem ein guter Schritt, weil ich dadurch endlich das gemacht habe, was ich schon seit Jahren machen wollte und um die Welt gereist bin für ein halbes Jahr. Und daraus hat sich dann jetzt mein Coaching-Ansatz entwickelt. Das heißt, im Grunde aus der Erfahrung aus 8 Gründungen und einer ganzen Reihe von Unternehmen, die ich begleitet habe und Gründern, die ich begleitet habe über die Jahre, dass es einfach gewisse Phasen gibt, durch die alle durch müssen und auch gewisse Lösungen für Probleme, denen alle begegnen, die man einen Schritt weit vielleicht anbieten kann, damit nicht jeder das Rad wieder erfindet. Du hast jetzt mehrmals angesprochen, diese Phasen von der Unternehmensentwicklung. Sicherlich einfach, so wie es anhört, du hast mehrere Unternehmen gegründet, du hast mehrere, ich sag mal, immer begleitet und hast dann wahrscheinlich irgendwann gesehen, hey, es gibt ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, ähnliche Phasen, aber auch einfach gleiche Muster vielleicht, die genauso sich aber positiv sein können, aber natürlich auch negativ. Gleichzeitig, warum oder was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, du fokussierst dich da drauf? Letztendlich gäbe es ja auch ganz viele andere Möglichkeiten, zu sagen, wie du auch andere Organisationen unterstützt. Warum genau dieser Aspekt? Das stimmt. Ich glaube, weil es mir am meisten Freude macht, Menschen zu entwickeln und ich daraus auch am meisten für mich mitnehme. Das heißt, zu sehen, wie sich dann einzelne Teams entwickeln, wie sich einzelne Unternehmen entwickeln, macht mir sehr viel Spaß und gibt mir viel Zufriedenheit. Das heißt aber auch nicht, dass das immer klappt. Ne? Also
am Ende, du hast ja immer die Kultur, die du vorlebst und jeder hat so seinen eigenen Leadership-Stil. Am Anfang dieser ganzen Coaching-Geschichte dachte ich noch, man kann jeden sozusagen neu backen, ja, also sich so verändern, dass er idealtypisch dann anschließend sein Unternehmen und seine Mitarbeiter führt. Faktisch ist es aber, glaube ich, so, dass es oft genau andersrum ideal wäre. Das heißt, dass man von vornherein schon im Recruitment sehr offen und ehrlich damit ist, wie eigentlich die Werte, die gelebten Werte sind, wie die Kommunikation im Unternehmen ist und solche Sachen und sagt, okay, egal wie gut du qualifiziert bist, wenn das nicht deine Erwartung ist, dann passt es leider nicht, ne? Weil am Ende so ein bisschen wie mit einer Fußballmannschaft, die müssen alle zusammenspielen. Es hilft nicht nur, Superstars im Team zu haben, sondern es muss einfach reibungslos miteinander funktionieren. Und das hängt ganz, ganz stark, zumindest bei Startups, an der Art des Leaderships, an der Art, wie das Gründerteam, das Managementteam das Unternehmen führt und an den Werten, die sie im Grunde, ob bewusst oder unbewusst, halt vorleben. Und ich glaube, vielleicht ist das ein zentrales Learning aus dem Coaching auch zu sagen, das kann man nicht so leicht verändern. Ist vielleicht was eher ein Therapeut verändern kann als ein Coach. Und ist vielleicht auch gar nicht notwendig, sondern vielleicht ist es sinnvoller, von vorne rein zu gucken, wer passt eigentlich gut in dieses Setup, weil es gibt für jeden Topf einen Deckel und es gibt Leute, die brauchen halt auch eine andere Art von Führung und Kommunikation als ich vielleicht. Du hast jetzt schon oft auch wieder so Themen, Team, Kultur, Organisationsentwicklung. Du hast zu einzelnen Sachen schon auch mal was gesagt. Ich glaube, den meisten ist sofort bewusst, wie wichtig es ist, dass es ein Team gibt, was gut miteinander zusammenarbeiten kann. Logisch irgendwie. Und gleichzeitig einfach die Bedeutung von einer guten Kultur wird auch immer mehr einfach bewusst. Was sind so deine, ich sag mal, wesentlichen Annahmen beziehungsweise dazu? Oder auch wieder von mir aus auch Learnings. Nennen wir es auch, wo ich ein großer Fan bin von Prinzipien zum Beispiel. Man sagt, weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will? Gibt es so wesentliche Bausteine, nennen wir es vielleicht, oder Sachen, wo du sagst, die sind enorm wichtig für den Erfolg eines einer Organisation? Das lässt mich so ein bisschen lächeln, weil natürlich alle Startups und vielleicht auch überhaupt alle Digitalunternehmen sich so die gleiche Wertekanon auf ihre Webseite schreibt, ne? Faktisch, dass aber da nicht gelebt wird oder meistens nicht gelebt wird von was ganz anderes. Das heißt, ich glaube, wichtig, weniger wichtig als was es ist, ist die Frage, dass es halt ehrlich auch gelebt wird. Also, dass es die Werte sind, für die du einstehst und hinter denen auch die ganze Organisation steht und die dort von jedem verstanden und im Täglichen umgesetzt werden. Ich glaube, das ist das Zentrale. Die Thematik bei Startups ist, dass sich das halt über Zeit ändert. Das heißt, du hast am Anfang gerade in dieser der Phase, wo sich alles formiert, im Grunde den Gründer, der vorne wegläuft mit der großen Vision. Aber über alles andere herrscht noch relativ viel Unklarheit, ne? Also gerade über Werte, Rollen, Verantwortlichkeiten, Priorisierung von Aufgaben, Abläufe und so weiter. Das ist aber auch nicht so schlimm, denn in dem Moment ist es einfach untergeordnet, ne? Viele von den Startups, die ich über die Jahre kennengelernt habe, schaffen es über diese erste Phase einfach nicht hinaus, weil sie viel zu viele Sachen gleichzeitig machen wollen und durch ihre Begeisterung einfach nicht schaffen, Nein zu sagen. Ja, das heißt, vielleicht als erster und wichtigster übergreifender Wert ist es Fokus. Es gibt nichts, was so viele Startups scheitern lässt, wie fehlender Fokus und ja, das Fehlen der Fähigkeit, Nein zu sagen zu ganz vielen Dingen. Ich glaube, im zweiten Schritt ziemlich wichtig auch zu verstehen, dass es einen Kulturwandel gibt in dem Moment, wo ein Startup anfängt zu wachsen. Das heißt, so in der klassischen Management-Theorie ist es so die Storming-Phase, das heißt, wo es alles ausgekämpft wird, wer welche Rolle hat, wer welche Verantwortung hat, auf welche Weise gearbeitet wird und so weiter. Zugleich auf der Geschäftsseite ist das Modell halt noch nicht bewiesen. Du hast noch keinen guten Market-Fit vielleicht für deine Leistung und Produkte, die du anbietest. Und du willst schon weiter, als du bisher bist. Das heißt, du willst im Zweifel schon anfangen, irgendwelche Sachen hochzuskalieren, obwohl du es noch gar nicht richtig bewiesen hast. Das heißt, in dieser wilden Phase ist es, glaube ich, super wesentlich, Ziele und gemeinsame Werte festzulegen und das einmal festzuzonen. Und da zeigt sich, glaube ich, der unterschiedliche Führungsstil. Ne? Weil da kommt gerade in dieser Stresssituation kommt halt so der wahre Charakter einer Organisation auch heraus. Und es gibt halt Organisationen, die sind sehr, sehr hierarchisch und strikt und so weiter.
funktionieren ja trotzdem sehr gut, wenn halt die Mitarbeiter, die da arbeiten, das auch wollen und erwarten. Ne? Und andere Organisationen, die sind halt sehr freiheitlich, sehr stark darauf getrimmt, auf Eigenverantwortung. Und auch die können sehr gut funktionieren, wenn es halt in der Organisation so gelebt wird und auch vom Management so vorgelebt wird. Gerade vor dem Hintergrund, dass es immer wieder verschiedene Phasen gibt und du vielleicht auch schon einfach verschiedene Sachen gesehen hast und immer wieder aufhört, hey, ja, Organisation kommt vielleicht oder begegne immer wieder ähnlichen Herausforderungen. Gibt es trotzdem etwas, was dich vielleicht immer wieder überrascht? Ja, schon. Ich glaube, man kann alles mit Humor sehen. Und gerade bei sehr schweren Rückschlägen hat es mich immer wieder überrascht, dass Leute halt wieder aufstehen, drüber lachen, ne? Irgendwie so den Staub abschütteln und einfach wieder losgehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch im Negativen. Das heißt, vielfach habe ich in meiner Wahrnehmung ein sehr gutes Projekt gesehen, eine sehr guten Ideen, ein super Team, wo am Ende aber so der Wille und die Leidensbereitschaft gefehlt hat, das Ganze durchzuhalten und wieder aufzustehen und nochmal zu proben. Und an der Stelle, klar könnte man sagen, wie enorm wichtig es ist, den richtigen Gründer zu haben und wie wichtig es ist, dann bestimmte Individuen zu haben, die zum Beispiel extrem resilient sind und einfach diese Vision, vielleicht auch die Fähigkeit, eine Vision zu haben und dann zu kommunizieren. Also ich glaube, das ist keine Frage. Und gleichzeitig ist auch die Bedeutung einfach von dem Team, dass sich ein gutes, passendes Team entwickelt oder vielleicht auch einfach findet erstmal. Und bei Individuen kann man sagen, okay, die müssen da sein und da kann jeder für sich natürlich auch an verschiedenen Sachen dran arbeiten. Die Schwierigkeit ist ja oft, du hast mehrere Leute, die vielleicht auch an diese Vision glauben, sie voranbringen wollen und die alle an sich einzeln auch gut sind und es trotzdem vielleicht nicht schaffen, gut als Team zusammenzuarbeiten. Also dieser Konflikt, wie können wir schaffen, als Team uns zu finden, genau diese Strukturen zu schaffen, so dass wir dann auch effektiv und produktiv zusammenarbeiten können. Was sind dort Herausforderungen, die du immer wieder siehst? Ich glaube, es gibt da zwei Wege, die man gehen kann und die man auch immer gehen muss. Der erste Weg ist zu schauen, dass alle auf den gleichen professionellen Level kommen. Vielfach haben Menschen einfach sehr unterschiedliche Hintergründe, haben unterschiedliche Ausbildungen, haben sehr unterschiedliche Berufserfahrungen, inhaltlich wie vielleicht auch im Umfang. Am Ende müssen aber alle auf dem gleichen professionellen Level zusammenarbeiten können. Sonst ist es wie mit jeder Kette, ne? Das schwächste Glied bestimmt halt die Stärke und so ist es da auch. Zugleich, glaube ich, ist es über Zeit eine Art Auswahlprozess. Das heißt, mit der Entwicklung des Unternehmens gibt es immer Leute, die gehen, weil es ihnen nicht mehr gefällt, weil sie das Gefühl haben, sie werden dann nicht mehr gewertschätzt, nicht mehr wahrgenommen und so weiter. Und das ist völlig normal. Das war am Anfang auch relativ schwer für mich zu verstehen, dass altgediente Weggefährten dann verärgert, vielleicht auch das Unternehmen verlassen oder sich nicht mehr verstanden fühlen zumindest und so weiter. Aber es ist auch ein normaler Prozess, wie sich eine Organisation entwickelt. So entwickeln sich auch die Menschen darin oder auch nicht, ne? Und haben dann das Gefühl, sie passen da nicht mehr rein, weil es eben nicht mehr die Großfamilie ist, die es am Anfang war, sondern irgendwie ein Startup mit 100 Leuten. Und nicht mehr das persönliche Gespräch, in dem alles irgendwie besprochen wird und wo auch alle an allem beteiligt sind und an jedem inhaltlichen Thema, sondern auf einmal gibt es jemanden, der ihnen vorgesetzt wird. Und das ist ein schmerzhafter Weg, aber der ist total normal und irgendwo auch notwendig. Und deshalb komme ich jetzt mal wieder zu den Phasen zurück. Muss man sich, glaube ich, darüber klar sein vorher, in welche Schritte man da gehen muss. Und dass auch in bestimmten Phasen es notwendig ist, wieder weitere Leute, spezifisch qualifizierte Menschen für bestimmte Bereiche dazu zu holen. Ich glaube, grundsätzlich kann man jeden entwickeln in jedem Bereich, wenn die Person entsprechend viel Drive hat, Motivation hat, entsprechend schlau ist und man selber bereit ist, entsprechend viel zu Energie und Zeit zu investieren. Das ist nur tragischerweise natürlich das, was im Startup immer fehlt. Ja? Also Zeit hat nie irgendjemand für irgendwas, weil es immer viel zu tun gibt. Und am Ende jeder nur irgendwie 2 von 10 Sachen auf seiner Liste schafft. Als Außenstehender kann ich mir vorstellen, gerade so in deiner Rolle, kannst du relativ schnell sehen und weißt vielleicht sogar schon davor, was so passiert und diese typischen Wege. Und jemand, der da drinne ist, der ist halt, ja, ich will nicht sagen im Hamsterrad, aber im typischen, der ist halt in diesem System drinne und kriegt da, oder ist vielleicht für diese Person deutlich schwieriger umzugehen. Wie kann jemand, der im System gefangen ist und sagt, er bekommt vielleicht sogar von dir das Feedback
oder bekommt es gespiegelt, bekommt vielleicht auch von dir diese Unterstützung, aber trotzdem einfach gut damit umgehen. Das ist ziemlich schwierig zu beantworten. Was es immer braucht, ist, glaube ich, einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze wieder zu sehen. Das ist sehr schwer, wenn du halt mitten auf dem Schlachtfeld bist, ja, oder einfach so gestresst und unter Druck und dass du dir dafür keine Zeit nehmen willst oder das Gefühl hast, das nicht zu können. Insofern ist es wahrscheinlich irgendwann vielleicht auch ein Habit- und Prozessthema, dass man ganz bewusst sich regelmäßig diese Zeiten nimmt. Im Agilen beispielsweise, in der agilen Arbeit, ist es ja quasi mit angelegt, dass du nach bestimmten Rhythmen immer wieder Retros machst, immer wieder versuchst, diesen Schritt zurückzumachen, zu sehen, was habe ich gelernt aus dem, was wir gemacht haben, und das dann in Best Practices umzusetzen, damit du eine Spirale nach oben bekommst. Wie schwer das ist und wie schlecht es bei den meisten, nicht nur Startups, bei den meisten Unternehmen irgendwie klappt, sieht man, glaube ich, im Täglichen, weil gerade dieser letzte Schritt oft nicht gemacht wird. Das heißt, entweder gibt es gar keine Retros, oder wenn es sie gibt, dann wird halt daraus nicht ein Best Practice definiert, kein Playbook gemacht, sondern da wird halt drüber geredet und dann war's das und dann ist es im Kopf noch von irgendjemand. Aber es gibt kein fokussiertes Wissensmanagement, weil auch dafür natürlich irgendwie immer die Zeit fehlt und so das Letzte ist, woran die Leute irgendwie Lust haben zu arbeiten. Wobei man sich ja dann, oder beziehungsweise die Organisation, die Chance nimmt, wesentlich davon zu lernen, also als Organisation besser zu werden. Absolut. Ich glaube, tatsächlich lügt man sich völlig in die Tasche. Ne? Also es gibt keine echte agile Organisation, die keine Retros macht und aus den Retros nicht Best Practices und Playbooks entwickelt. Dann glaubt man zwar, man arbeitet agil, tut es aber nicht, weil man eben gerade diesen letzten Schritt nicht macht und man dreht sich dann quasi nur im Kreis, ohne nach oben zu kommen. Und gleichzeitig, was ich raushöre, wie wichtig es ist, dass man sich als Organisation der Bedeutung klar wird, aber auch jeder Einzelnen, dass man gelegentlich einfach eine gewisse Distanz entwickelt zu der eigenen Arbeit, also sich rausnimmt und dann zu mal guckt, okay, wie läuft es? Wie geht es uns damit? Machen wir das Richtige? Machen wir die richtigen Sachen? Machen wir sie auf die richtige Art und Weise? Und wie können wir das vielleicht anders oder auch einfach andere Sachen angehen? Ich glaube, in vielen Organisationen gibt es das ja in irgendeiner Form. Da gibt es Offsites oder es gibt irgendwelche anderen Teammöglichkeiten zur Beteiligung und zur Diskussion. Es gibt oft der formale und informale Wege, wie man Feedback geben und bekommen kann. Auch da ist es, glaube ich, eine Frage des professionellen Levels. Ne? Auch Feedback beispielsweise zu geben und Feedback anzunehmen, ist was man erstmal lernen muss. Das kommt nicht natürlich und oft wird es dann auf dem falschen Ohr gehört und als persönliche Kritik aufgenommen und so weiter und so weiter. Insofern, glaube ich, ist es total wichtig zu schauen, dass ab einem gewissen Punkt man auch wirklich Zeit und Fokus, Energie in die Teamentwicklung steckt, um eben alle auf einen guten Level zu bringen an professioneller Arbeit in eigentlich allen Bereichen, Projektmanagement, Time-Task-Management, Kommunikation, Non-Violent Communication als ein zentrales Thema, Feedback-Prozesse. Oft sind es ganz einfache Sachen, ne? Meeting-Kultur, das läuft auch bei den meisten einfach nicht gut, obwohl es alle wissen natürlich, ne? Meeting-Agenda, Vorbereitung, irgendjemand, der es moderiert, jemand, der Notes macht, Action-Items, nochmal gemeinsam Review, Follow-up dazu. Weiß ja jeder, ne? Passiert halt einfach nicht, weil es am Ende nicht gelebt wird und nicht zentraler Bestandteil geworden ist, kein Habit geworden ist. Die Leute sich auch nicht gegenseitig quasi dabei ermahnen, das beizubehalten und das zu tun. Und dann verfällt es halt und dann hast du das, was du meistens bei Unternehmen halt hast. So eine kleine Mischung aus allem, ein bisschen und nichts richtig. Kannst du vielleicht Strategien oder Taktiken nochmal spezifisch sagen, wie man solche Sachen angehen kann? So, da kannst du dir einfach ein paar Sachen rauspicken. Wir haben jetzt, glaube ich, über sehr viel gesprochen. Und ich fände es schön, wenn du es ein bisschen veranschaulich kannst. Gerne anhand von Beispielen von Organisationen, die du vielleicht in dir selbst gearbeitet hast oder die du begleitet hast. Einfach damit es so ein bisschen, bildlich wird. Und ich nehme es halt gerne einfach als auch Analogie zum Beispiel. Jeder weiß, anders, viele Menschen wissen, wenn sie abnehmen wollen, wie sie abnehmen würden. Vielleicht nicht alles so genau, aber so viele Standardsachen oder auch wenn es darum geht, gesünder zu leben. Viele Sachen wissen ja die wesentlichen Sachen an sich. Und die Frage ist ja, okay, wie schafft man es dann umzusetzen? Das ist so ein bisschen ähnlich zu dem, was du sagst, dass man viele Basics schon klar sind. Und ich denke, meistens gibt es Taktiken oder Strategien, wie man es dann schaffen kann, das Individuum, aber auch die Organisation oder ein Team zumindest bestimmte Sachen umsetzt. Ja,
Vielleicht als Anekdote, ich habe vor einigen Monaten den Gründer von Home24 und ähnlich wie in meiner Wahrnehmung habe er relativ klar gesagt, dass viele Sachen, habe ich das Gefühl, habe ich irgendwie richtig gemacht, aber viele Sachen sind auch nicht so gelaufen, wie ich es wollte und erwartet habe. Und das zentrale Thema, was mir bis heute nachhängt, ist, dass ich eben keinen Wertekanon etabliert habe, keine Core Values definiert habe, nach denen alle im Management-Team, und damals war das eine Organisation mit über 1000 Mitarbeitern, ich weiß nicht, wie es heute ist, am Ende gemanagt werden, geführt werden und nach denen alle leben. Weil wenn du das nicht machst, dann hast du halt genau das Problem. Du kannst diese Sachen gar nicht etablieren, weil im Grunde sich Inseln bilden, Inseln an Wissen, Inseln an Macht. Alles wird sehr politisch und dann lassen sich solche Sachen überhaupt gar nicht mehr durchsetzen, weil alles miteinander so stark verwoben ist und so viel auch an informalen Strukturen entstanden sind, dass du das kaum noch aufdröseln kannst. Das heißt, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass das entsteht und auch schon in kleinen Organisationen entsteht es relativ früh, ne, diese Inseln an Wissen und an Macht. Merkt man auch, dass Leute da Widerstand leisten, dass sie eben beispielsweise kein Knowledge Management machen wollen, dass sie keine Projektmanagement-Professionalisierung machen wollen und so weiter, weil sie natürlich das Gefühl haben, unersetzlich zu sein, ne, weil alles nur mit mir geht, ne, und mit meinem Wissen und mit meinen Fähigkeiten. Und ich glaube, diesen Punkt muss man halt überwinden und das muss man relativ früh die Basis dafür legen. Und ich glaube, die Basis ist eben ein gemeinsamer Wertekanon auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite mit dem Team immer gemeinsam sich weiterzuentwickeln, zu dem Punkt zu kommen, dass jeder nicht mehr sich alleine sieht und seine eigene Leistung und nach Anerkennung und Wertschätzung nur dafür strebt, sondern im Grunde die Teamleistung irgendwann das Recht überholt. Ja, und irgendwann die Teamleistung das Wichtigste geworden ist und wir uns primär erstmal gemeinsam verstehen als Team. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das ist das Schwierigste auch, aber das will und muss man erreichen irgendwann. Mega interessant, auch glaube ich, ganz wichtiger Punkt, dass man halt nicht dazu kommt, wie es in manch einer Organisation ist, dass da wirklich innerpolitische Kämpfe sind, die dann eher, die meisten oder viele Mitarbeiter sind dann mehr damit beschäftigt, zu gucken, okay, wie kann man sich durchsetzen, wie kann man besser dazustehen und nicht in erster Linie den Organisationserfolg wirklich im Sinne haben. Und gleichzeitig hast du auch schon mal diese Bedeutung von Kultur und die ist, denke ich, in Organisationen oder auch Unternehmen halt enorm wichtig. Gleichzeitig, wenn es darum geht, eine Bewegung überhaupt zu starten, also Menschen zu einer Idee zu versammeln, muss ja nicht immer gleich eine Organisation sein, können ja auch ganz andere Sachen sein. Man guckt, okay, was ist so die Basis, was sind gemeinsame Werte? Und vorhin hast du es auch schon angesprochen. Das ganz oft ist, ja, man definiert irgendwelche Werte und dann stehen sie irgendwo da. Doch gelebt werden sie dann halt absolut nicht. Und auch da wieder die Frage. Und klar sind es ganz praktischer und immer wieder die gleichen im Prinzip. Wie kommt man dazu, dass man Sachen nicht nur irgendwie theoretisch hat und sagt, man schreibt sie dahin, was bei vielen ja schon mal ein Anfang wäre, aber dann vor allem zu sagen, wie können wir sie leben? Wie können sie auch wirklich im Alltag umgesetzt werden? Ich glaube, du hast immer die Kultur, die du vorlebst. Insofern ganz stark die Gründer selber und das Management-Team da in der Verantwortung. Erstens, das wirklich zu reflektieren und sich zu überlegen, sind das die Sachen, die ich vorleben möchte? Ist das, wie ich gerne möchte, dass meine Kultur ist? Ja, jemand, der immer rumschreit und den Mülleimer durchs Büro tritt, der hat einfach keine freundliche, offene und kooperative Kultur. Das ist einfach nicht möglich, egal wen der einstellt und egal welche Coaches er noch dazu holt, um das dahin zu entwickeln. Andersrum, ne, jemand, der halt von vornherein offen ist, zurücktritt, anderen den Raum lässt, viel aktiv Feedback gibt, versucht, die Leute weiterzuentwickeln, der hat oft auch eine sehr positive Kultur, ganz unabhängig davon, welche Leute er dazu geholt hat und ob die von vornherein irgendwie von sich aus intrinsisch dazu in der Lage waren, das so zu leben, zu machen. Wenn wir jetzt nochmal auch wieder zu diesem Punkt zurückgehen, jemandem ist es bewusst, wie wichtig es ist und gerade vielleicht auch in der Führungsposition, aber sonst vielleicht auch andere Mitarbeiter und sagen, hey, sie wollen ja, aber es ist so viel zu tun. Also das meint, alle haben chronisch zu wenig Zeit und es gibt immer viel zu viel zu tun und sagen, ja, hey, mir ist klar, dass es wichtig ist, doch ja, momentan passt es nicht und dann praktisch passt es nie. Wie würdest du dem entgegnen? Wie würdest du probieren, mit so jemandem zu arbeiten? Das ist ja bei allen Startups so, wahrscheinlich bei allen Menschen überhaupt so, dass es ja nie genug Zeit gibt, um alles zu tun, was man gerne tun möchte. Am Ende ist es eine Frage der Systematik. Es gibt eine ganze Reihe von Methoden, wie man sinnvoll seine Aufgaben und seine Zeit organisieren kann. Ich bin großer Fan von der Eisenhower-Matrix, ne, und zu gucken, was ist wichtig und was ist dringend. Im zweiten Schritt
zu gucken, das Dringende, was vielleicht nicht so wichtig ist, kann ich das irgendwie loswerden? Und im dritten Schritt, das, was wichtig ist, aber nicht so dringend, dann zu planen. Und dann kommt man, glaube ich, in eine ganz gute Reihenfolge. Ich habe das in den Workshops, die ich bisher gemacht habe, zu dem Thema immer versucht zu kombinieren mit 2, 3 anderen Ansätzen. Einen sehr guten Ansatz finde ich, gerade für die eigene Motivation, eat the frog first, also zu gucken, was ist eigentlich die Aufgabe, die ich überhaupt nicht machen möchte, die so richtig schlimm ist und fies und so, weil man fühlt sich so viel besser, wenn man die einmal erledigt hat, dass man den ganzen Tag eigentlich positiv unterwegs ist, wenn man das zuerst gemacht hat. Zugleich, glaube ich, ganz gut damit zu kombinieren, ist, sich immer wieder den alten Pareto vor Augen zu führen und zu sagen, okay, es gibt immer irgendwo low-hanging fruits, es gibt immer irgendwo Sachen, die ich mit relativ wenig Aufwand erledigen kann, aber die vom Effekt und von der Wirkung, vom Impact relativ groß sind. Ja, und die zu identifizieren und zu sagen, okay, das sind Sachen, die habe ich jetzt mit dem Sternchen markiert, weil die sind eigentlich für mich nicht so aufwendig, aber die haben leisten einen vernünftigen Beitrag. Ja, und die nach vorne zu ziehen. Und ich glaube, so kombiniert jeder verschiedene Ansätze für sich, die sinnvoll sind. Einer fällt mir noch ein, der zu meinem Workshop gehört, ganz zentral. Timeblocks, das heißt, wann habe ich Focus-Time, ne? Also zumindest mal morgens 1 Stunde oder 2 Stunden zu blocken und zu sagen, kein Slack, kein E-Mail, kein Telefon, keine Meetings und auch konsequent zu sein dabei. Man ist einfach extrem produktiv und für den Rest des Tages, du hast einfach schon diese wirklich wichtigsten Sachen erledigt. Das heißt, egal wie der Rest des Tages läuft, du hast deine wesentlichen Themen vorangebracht. Und das macht sehr viel Zufriedenheit aus, glaube ich, und erlaubt dir halt auch, glücklich nach Hause zu gehen, obwohl du nicht alles geschafft hast, weil das musst du am Ende immer können, sonst kannst du im Startup nicht arbeiten. Wenn du deine Checklist abarbeiten willst und am Ende irgendwie jemand dir auf die Schulter klopfen soll, jeden Tag zu sagen, okay, du hast 10 von 10 Sachen erledigt, das wird es nie geben, sondern du musst happy damit sein, mit dem, was du geschafft hast und nicht mehr über all die Sachen nachdenken, die du nicht geschafft hast. Sonst macht dich das ja kaputt. Oder hast du ganz viele verschiedene Sachen gesagt, die super spannend sind. Und noch sehr hilfreich, also gerade für mich ist vor allem dieses Prioritäten setzen und sich immer bewusst werden, erstmal Sachen sind unterschiedlich wichtig und haben eine unterschiedliche einfach Bedeutung und dann zu gucken, okay, was sind so wirklich die Prioritäten und gleichzeitig, was meinst du mit Pareto, sagt ja, dass manche Sachen halt deutlich mehr dann zum Erfolg führen, und dieses 80-20-Prinzip von mir aus. Auch und gleichzeitig heißt es auch, dass selbst die wichtigen Sachen müssen vielleicht nicht 100% sein, sondern manchmal es reicht, 80% davon zu haben. Oder vielleicht auch nur 20% von den wichtigen Sachen erstmal zu haben, die dann für 80% des Erfolgs sind, so großer. Sich darauf also immer wieder zu beziehen. Und vielleicht nochmal zu meiner Frage zurück, was ich ganz gut finde in diesem Punkt von jemand, wenn jemand sagt, er hat viel zu wenig Zeit, mit den ganzen Sachen umzugehen oder überhaupt was anzugehen, es ist für mich dieses Bild, wenn jemand im brennenden Haus ist. Und klar, man kann die ganze Zeit damit beschäftigt sein, probieren, immer mit einem Eimer Wasser das Brennen auszulöschen. Oder man probiert mal ganz, ganz kurz, sich mit der Situation zu bewusst zu werden und sagt, dass das absolut keine gute Strategie ist. Und dann vielleicht, was kann man sonst machen? Vielleicht auch erstmal einfach aus dem brennenden Haus rausrennen. Ja, vielleicht. Ich muss lachen, weil mir passiert das relativ regelmäßig, dass ich halt Gründer treffe oder Manager treffe, die halt immer wahnsinnig busy sind. Das heißt, ständig klingelt das Telefon, die kommen erstmal schon mal 15 Minuten zu spät und dann anschließend sind sie eigentlich nie länger als 5 Minuten mit Fokus dabei, weil ständig irgendjemand anruft und irgendwas will. Und ich muss darüber so lachen, weil ich dann denke, das zeigt ja nicht, wie wichtig du bist, sondern es zeigt, wie schlecht du es organisiert hast. Ich habe großen Respekt immer vor den Leuten, die einfach eine halbe Stunde da sitzen, mit mir in Ruhe Kaffee trinken und wo überhaupt niemand anruft, weil es heißt ja, die haben offensichtlich das so gut unter Kontrolle, dass das nicht notwendig ist. Und das ist so, glaube ich, oft so ein Gap, ne, in Selbst- und Fremdwahrnehmung dabei auch. Ja? Ist es alles so wichtig und ist es alles so dringend und ich bin vielleicht auch so wichtig. Gegen faktisch erreicht hast du es in dem Moment, wo keiner mehr anruft, ja, oder in deinem Fall des brennenden Hauses, in dem Moment, wo du heute raustreten kannst. Ja, bin so bei dir. Sehr, sehr schönes Thema, finde ich immer wieder auch alleine erstmal diesen Punkt, welchen Stellenwert und wie es beschäftigt sein hat. Und wie du hast das gerade schon so ein bisschen gesagt, wenn man viele Menschen identifizieren sich damit, wenn sie beschäftigt sind, sind sie wichtig und machen vielleicht was richtig. Und wie es einfach inzwischen, sondern bei vielen und sicher auch gerade in der Startup-Szene eine sehr komische Richtung eingenommen hat. Und es eigentlich ja viel, viel attraktiver und besser wäre zu sagen, okay, wie kann ich mich selbst
aber auch gleichzeitig deine Organisation so managen, dass wir nicht ständig busy sind, sondern okay, wir haben mal Zeit zu reflektieren, zum klar nachdenken, zu Pläne machen oder auch an fokussiert mit Sachen zu arbeiten oder vielleicht auch überhaupt mal achtsam zu sein und überhaupt Zeit zum Leben zu haben. Ja, ich glaube, vielfach siehst du es natürlich in der digitalen Nomaden-Community, dass das sehr stark im Zentrum steht. Ne? Die Frage, wie komme ich von dem klassischen Zeit gegen Geld tauschen hin zu was, wo das nicht mehr notwendig ist, ne? Und wo ich im Grunde ein Geschäft, und sei es noch so klein, aufgebaut habe, das mit relativ wenig Aufwand für mich Geld generiert. Das ist so die eine Seite. Das heißt, aus dieser Denke herauszukommen, aus der Zeit gegen Geld tauschen, aus der Busy sein, aus der Anerkennung für immer mehr Leistung, immer mehr Output, denke erstmal rauszukommen, ist schon schwierig genug, denke ich. Auf der Gründerseite ist es, glaube ich, wirklich oft sind es wieder die Phasen. Es ist sehr schwer loszulassen. Das heißt, es ist sehr schwer, den Schritt zu machen von dem Moment, wo ich noch alles selber steuern und verstehen konnte und vielleicht auch kontrollieren wollte, zu dem Moment, wo ich faktisch bei gar keinem Thema mehr wirklich inhaltlich beteiligt bin, sondern wo ich primär strategisch arbeite oder primär mich irgendwie um Investor Relations kümmere oder um Integration der Wertschöpfungskette, ne, durch Internationalisierung oder durch Integration der Produktion oder durch andere Themen. Ne? Aber dass ich im Grunde die Themen, die mich vielleicht auch jahrelang bestimmt haben, dass ich die alle abgeben muss, das ist nicht leicht. Und dass ich vor allem auch die Kontrolle abgeben muss und darauf vertrauen muss, dass das ordentlich gemacht wird. Und natürlich, jeder, dem ich das gebe, der macht das nicht genauso, wie ich es gemacht hätte, ne? Sondern der macht es halt anders. Das heißt nicht schlechter, hoffentlich tatsächlich besser, weil ich habe ja jemanden eingestellt, der hoffentlich für das Thema hoffentlich Profi ist und damit besser als ich selbst. Aber es fühlt sich doch so an, als könnte man es selber besser. Einfach deshalb, weil es nicht genauso gemacht wird, wie man es selber gemacht hätte. Und ich glaube, das zu überwinden, ist das Schwierigste überhaupt. Und das ist, was mir am allermeisten begegnet im Coaching. Das Loslassen, das fällt sehr schwer. Du hast gerade auch schon gesagt, das Wort Vertrauen. Einfach die Bedeutung. Ich glaube, es geht in beide Seiten. Einfach, wie wichtig ist es? Einerseits von der Führungskraft, kann ich mich auf bestimmte Menschen verlassen? Kann ich denen vertrauen? Was damit ja stark davon abhängt, ob ich sagen, ich kann Verantwortung oder bestimmte Aufgaben einfach abgeben. Und das Gleiche von der anderen Seite hat jedes Teammitglied möglichst das Gefühl, dass es der Führung, aber vielleicht auch einfach der Organisation vertrauen kann, in dem Sinne von, kümmern die sich um mich, auch gerade, wenn es mir schlecht geht. Wie kommen wir dahin? Ja, es ist eine Frage von Empathie natürlich erstmal auf der persönlichen Ebene. Das heißt, ob du jemand hast, der dir vorgesetzt ist, der oder die sich für dich verantwortlich fühlt und auch ganzheitlich für dich in irgendeiner Form verantwortlich fühlt. Und damit über Zeit Vertrauen und Respekt wird halt über Zeit gewonnen. Das ist nichts, was man von vornherein bekommt, sondern das muss man sich verdienen. Und insofern ist es was vielleicht auch jedem Chef, jedem Teammitglied und so weiter klar sein muss, dass er sich das verdienen muss von seinen Mitarbeitern. Und dass das nicht Natur und Gott gegeben ist. Ich glaube, für die Organisation als solche, es ist irgendwo auch normal, dass es halt ständig in Bewegung ist. Ne? Es gibt einfach keinen Idealzustand, wo alle happy sind. Das passiert einfach nicht. Und ist vielleicht auch gar nicht erstrebenswert, weil eigentlich ist Konflikt, wenn er professionell ausgetragen wird und Respekt ist ein kreativer Prozess, ist was Positives. Ne? Aus Konflikt und Reibung entsteht was Neues, entstehen bessere Lösungen, entstehen bessere Ideen. Das heißt auch Konfliktvermeidung alles, was damit zusammenhängt, ist für so eine Organisation gar nicht hilfreich. Sondern es geht vor allem um den professionellen Umgang damit. Um das als Quelle eines kreativen, als kreative Quelle nutzen zu können. Ich habe das Gefühl auch gerade, worüber wir so jetzt vielleicht die letzten Minuten gesprochen haben, dass wir so viele typische Bücher rein thematisch zumindest abgescheckt haben. Alleine wenn es so, keine Ahnung, wenn es so um Arbeit so grundsätzlich geht, also dieses typische Busy-Sein von mir aus, For a Work Week von Tim Ferriss, Deep Work von Cal Newport, Essentialism, was hatten wir noch? Dann jetzt gerade Leadership Vertrauen, Leaders Eat Last von Simon Sinek. Und so gibt es natürlich viele. Was ich damit sagen will, ist, die sind nicht umsonst sehr bekannt, sehr erfolgreich und natürlich liegt es daran, dass sie sehr, sehr gut sind. Was auch wieder die Themen an sich und vielleicht auch bestimmte Herangehensweisen sind an sich klar. Und trotzdem finde ich es immer wieder verblüffend, dass es trotzdem immer wieder Themen sind. Leute haben sich also schon damit beschäftigt und geben selbst Anleitungen,
wie man diese Themen angehen kann und wie man es schaffen kann oder zumindest versuchen kann, diesen Herausforderungen zu begegnen. Und trotzdem sind es immer wieder diese gleichen Themen. Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist es natürlich leicht, besser zu wissen und schwer, besser zu machen. Das ist die eine Seite. Und es gibt immer einfach tausend Abhängigkeiten und andere Themen. Ne? Ist nie ein einzelnes Problem, ist nie isoliert. Und das lässt sich auch nie isoliert lösen. Die andere Seite ist das, was ich vorhin am Anfang schon gesagt habe. Das heißt, meine Erfahrung ist eben die, dass du die Leute nicht nach Simon Sinek neu formen kannst, sondern jeder hat seinen Stil. Und es gibt eben nicht das ultimativ Beste und Bessere. Es gibt halt einen guten Fit für mich und einen schlechten Fit für mich. Ja, und es ist eine Organisation, in die ich gut passe, weil die meinen Erwartungen und meinen Werten und so weiter entspricht, oder eine Organisation, in die ich schlecht passe. Und in dieser Diskussion, und das nervt mich auch, ist oft das Gefühl, es gibt quasi so ein Ideal, nach dem alle streben sollten. Und das gibt es in meiner Erfahrung halt überhaupt nicht. Sondern jede Organisation hat eben einen anderen Charakter und einen anderen gelebten Wertekanon. Und es gibt für diese Organisation einfach sehr gut passende Menschen. Die muss man halt finden oder auch ein Stück weit vielleicht dahin entwickeln, dass das sehr gut funktioniert untereinander. Aber es gibt eben nicht dieses eine Ideal, ja? Sondern jeder hat seinen eigenen Stil und jede Organisation hat auch damit ihre eigene Berechtigung irgendwo. Es gibt durchaus, ja, also verstehe mich nicht falsch, es gibt durchaus einfach Shit Behavior, ja. Also es gibt durchaus einfach wirklich schlechte Führung, es gibt durchaus einfach Respektlosigkeit und so weiter, aber darüber rede ich nicht, ne? Also sondern ich meine schon professioneller Umgang auf einem hohen Niveau miteinander, aber das kann sehr unterschiedlich sein. Und beides kann gut sein für die jeweilige Person, ja, je nachdem, wie es halt der Fit ist für mich. Ja, bin total bei dir und ich denke, es ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Klar, es gibt immer Best Practices und manche Sachen sind ganz klar, gehen in eine positive Richtung gegenüber zu anderen. Gleichzeitig gibt es nicht, so sollte es sein. Was man tun kann, ist sich vielleicht an anderen Organisationen oder bestimmten Modellen, bestimmten Ideen zu orientieren und dann zu gucken, was passt zu mir, zu uns als Team oder welche Organisation wir auch mal haben wollen. Und dann auch vielleicht einfach gucken, wie kann man eine eigene Version davon verstellen oder bestimmte Sachen einfach auszuprobieren. Ja, ich glaube, vielleicht eine Sache, die ich dazu noch anmerken würde, ist, es gibt so durchaus so grundsätzliche Themen, die jede Organisation besser machen. Das ist beispielsweise eine positive Herangehensweise. Ich habe mal mit jemandem zusammen gegründet und eine Weile lang auch zusammengearbeitet in der ersten Zeit hier in Berlin, der immer positiv war. Egal wie schlimm es wurde, egal wie stressig irgendwas war, egal wie hart irgendwas vor die Wand gefahren ist, der war immer positiv. Ja, und hat versucht, immer das Positive dran zu sehen. Und es war nicht jetzt gespielt, sondern der war einfach eine Frohnatur. Und das hat extrem geholfen. Und das hat auch der Organisation extrem geholfen, ne? Wenn einfach immer die Sonne scheint. Das macht einfach alles besser. Ein kleines bisschen zumindest. Und ich glaube, sowas hilft natürlich enorm, wenn man sich überlegt, gibt es vielleicht so ein paar grundsätzliche Sachen, die das Klima insgesamt verbessern, unabhängig davon, wie tatsächlich der Führungsstil ist, wie tatsächlich die Hierarchien sind, wie tatsächlich die Prozesse und Verantwortlichkeiten organisiert sind. Und da gibt es schon so ein paar Sachen, die sind einfach grundsätzlich gut. Und die helfen grundsätzlich allen Organisationen weiter. Ja, voll guter Hinweis nochmal oder Zusatz dazu. Und klar, gerade hilft es dann auch, dass man sich so ein bisschen mit Themen wie Organisationspsychologie oder auch grundsätzlich Menschenpsychologie beschäftigt, positive Psychologie beschäftigt. Mir fällt da spontan ein, Flourish oder auch Wie wir aufblühen von Martin Seligmann, der einfach dieses Thema positive Psychologie enorm vorangebracht hat und dafür einfach ganz viel diese Sachen aufzeigt. Was ist es, was wir brauchen? Oder welche Kriterien, welche Sachen führen dazu, dass wir uns gut fühlen, aber im Prinzip, wie gesagt, ja auch aufblühen. Und wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen, würde ich gerne nochmal einen Umschwenker zu dir machen. Wir sind jetzt sehr tief über verschiedene Themen in Bezug auf deine Arbeit eingegangen. Und noch ein bisschen mehr einfach, dass du mir vielleicht einen Einblick, so auch kurz und knapp bei manchen Sachen einfach nur ein bisschen was Persönliches. Ja, nicht zu persönlich, keine Sorge. das kann ruhig persönlich sein. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass mein Coaching-Konzept, dass ich das auf meiner Reise entwickelt habe. Und einer der Gründe für mich, ins Coaching zu gehen und mehr das zu machen, war auch, dass mein Vater einfach sehr krank war über einen längeren Zeitraum und mir dadurch nochmal bewusst geworden ist, was wirklich wichtig ist und wofür man sich wirklich Zeit nehmen sollte. Tatsächlich vielleicht so eine der wichtigsten Erfahrungen für mich und die jeder früher oder später macht, wenn ein Mensch stirbt, den man gern hatte, den man geliebt hat, ist, dass im Leben wirklich nur Zeit begrenzt ist und dass man sie besser für Dinge, Themen, Aufgaben, Menschen gibt, die einem wirklich am Herzen liegen. Und das, was ich jetzt mache, liegt mir wirklich am Herzen und es macht mir wirklich Freude. Zugleich versuche ich so ein bisschen das, was ich aus den letzten 20 Jahren gelernt habe und aus den Gesprächen auch mit vielen anderen Gründern irgendwie mitgenommen habe,
in feste Form zu bringen. Das heißt, ich schreibe auch ein Buch zum Thema Startup-Gründung. Und anders als die meisten anderen Bücher, die ich bisher so kennengelernt habe, oder eigentlich alle anderen Bücher, die ich so kennengelernt habe, versuche ich daraus eine interaktive Toolbox zu machen. Das heißt, statt die nächste Methode zu erklären, Build, Measure, Learn oder irgendwas, was jemand, der noch nie Software entwickelt hat und noch nie eine Webseite gebaut hat, einfach überhaupt nicht hilft, ist es eine sehr praktische Toolbox, die dir hilft, einfach Schritt für Schritt voranzugehen und jede Woche ein neues Tool kennenzulernen und danach ja wie eine Art Gründertagebuch dein Unternehmen aufzubauen. Das basiert so ein bisschen auf meiner Erfahrung, tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal einen Satz länger aushole, dass ich viele Menschen getroffen habe, die gerne gründen würden, die gerne selbstständig wären, die gerne Unternehmen aufbauen würden, das am Ende aber nie machen. Und in meiner Erfahrung ist es so aus drei zentralen Gründen. Der erste Grund ist der offensichtliche. Die trauen sich nicht aus ihrer Komfortzone heraus. Ja? Die wollen sich nicht ins Unbekannte wagen. Und dazu schreibe ich einen Teil zu Futurismus, um zu zeigen, dass im Grunde die Entwicklung mittlerweile so schnell geworden ist, die Entwicklung der Technologie, die Entwicklung der Gesellschaft, dass viele von den Comfort Zones, wie wir sie heute kennen, sehr schnell verschwinden oder sich zumindest radikal verändern. Das heißt, dass es grundsätzlich eine gute Idee ist, sich mit Alternativen zu beschäftigen. Zugleich aber auch diese Entwicklung eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten eröffnen, wie man eigene Ideen entwickeln und umsetzen kann. Der zweite Grund, warum Menschen nicht gründen, ist, glaube ich, das Gefühl, man braucht so eine großartige Idee. Und ich habe keine. Und faktisch ist meine Erfahrung, Ideen haben überhaupt keinen Wert. Ideen gibt es wie Sand am Meer. Wert hat es dem Moment, wo sie umgesetzt werden, wo sich also jemand wirklich da reinkniet, über Jahre, meistens 2, 3, manchmal 5 Jahre, bis es funktioniert, immer wieder aufsteht, immer wieder sich dafür einsetzt und dafür kämpft. Und ich glaube, die Ideen kommen ganz von alleine, sobald man einmal einen Bereich gefunden hat, für den man Leidensbereitschaft hat. Ja, ein gutes Buch, was ich zu dem Thema empfehlen könnte, wäre The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson. Ja, oder die subtile Kunst des Draufscheißens. Ist ein sehr gutes Buch, aus meiner Perspektive. Nicht wahnsinnig tiefsinnig, aber es hilft total stark, für sich nochmal klar zu kriegen, was ist eigentlich, sind eigentlich Bereiche, für die ich Leidensbereitschaft habe. Also nicht, was will ich erreichen, nicht, was wäre mein ideales Leben, das ist total leicht zu beantworten, sondern was sind Themen, für die ich wirklich bereit bin, zu kämpfen und zu leiden, auch über einen längeren Zeitraum. Und ich glaube, wenn man das gefunden hat, wenn man Bereiche gefunden hat, für die man eine große Leidenschaft hat, ja, dann entstehen die Ideen für diesen Bereich fast ganz automatisch. Und natürlich werde ich heute nur kein großartiger Balletttänzer mehr, wenn ich mich für Ballett begeistere, aber vielleicht finde ich ja ein Thema in diesem Bereich, wenn ich dafür so eine große Leidenschaft habe, und habe dadurch den gleichen Antrieb, ja, und habe dadurch die gleiche Leidensbereitschaft, dadurch, dass es einfach ein Bereich ist, für den ich so stark empfinde. Der dritte Grund, und ich glaube, da kommt jetzt die Toolbox ins Spiel, ist, dass meist das Gefühl da ist, es ist nicht, ich habe nicht das Wissen, nicht die Fähigkeiten, nicht die Ressourcen, um das dann auch umzusetzen. Und das verstehe ich, und ich glaube, viele fühlen sich einfach da auch alleingelassen, und da möchte ich gerne Abhilfe schaffen. Ja, im Grunde möchte ich gerne das, was ich auch im Coaching tue, Menschen empowern, Menschen helfen, sich herauszuwagen aus ihrer Comfortzone, Themen zu finden, für die sie Leidenschaft empfinden, Leidensbereitschaft haben und Ideen dafür entwickeln und das dann in ein erstes Startup zu bringen. Das ist, ja, glaube ich, was zumindest jetzt für die nächsten 3, 4 Monate mein zentrales Thema sein wird, mit Fokus. Das Buch gibt's noch nicht, ja, ich schreibe noch daran, aber ihr könnt gerne schon auf gründer-herz.com euch registrieren, dann sage ich euch Bescheid, sobald es soweit ist. Auch für Input bin ich sehr dankbar. Das heißt, jeder, der das Gefühl hat, er möchte gerne was dazu beitragen, entweder als Gastkapitel oder einfach durch bestimmte Ideen, schreibt mir gerne, es gibt eine Kontaktform auf meiner Seite, da könnt ihr mir gerne Inhalte schicken, insbesondere natürlich zu Tools, die ihr besonders toll findet, aber auch natürlich zu Konzepten und Methodik, wenn ihr möchtet. Gut, danke für die Einblicke. Auch gerade nochmal den persönlichen, ansonsten bin ich schon sehr gespannt auf das Buch. Hört sich an, als wenn also wirklich dieses Interaktive finde ich super, auch gerade diesen Ansatz, wo du nochmal sagst, erstmal, was gibt es Gründe, warum man nicht gründet, und diesen Mind, im Prinzip ist ja Mindset-Shift in vielen Sachen, zusätzlich mit den paar Tools zu geben. Also ja, würde mich auch sehr interessieren, wenn es dann online gibt. Und du hast gerade schon ein Buch empfohlen, kannst du noch, oder gibt es etwas, wo du sagst, das dir besonders weitergeholfen hat, oder was du anderen Changemakern, Gründern, wenn du ein Buch empfehlen könntest, wo du sagst, das findest du sehr gut?
Ja, also ich glaube, was sehr stark die Perspektive verändert hat für mich, ist Factfulness von Hans Rosling. Das ist ein Buch über die Entwicklung der Welt, könnte man sagen, und die systematische Fehlwahrnehmung der Entwicklung der Welt. Ist ein sehr spannendes Buch, hat mir nochmal eine ganze Reihe von Denkanstößen gegeben und auch meine Perspektive auf die Welt tatsächlich verändert. In einigen Bereichen habe ich mich dabei selber ertappt, dass ich systematisch Themen bei weitem zu negativ, zu katastrophal, zu dramatisch wahrnehme, während die Statistik klar zeigt, dass es sich in eine positive Richtung entwickelt. Ja. Wir haben gerade im aktuellen Kontext sehr spannend, also im Corona-Kontext sehr spannend, weil im Grunde Hans Rosling damals seinen Schritt vom Mediziner hin zu dem Thema Fakten und Statistik gemacht hat, weil es damals in seiner Praxis in Afrika, da glaube ich, gearbeitet damals, einen Ausbruch gab von einer größeren Seuche und er falsche Entscheidungen getroffen hat und das sein Leben lang bereut hat und sich darüber eigentlich angefangen hat, eben mit dem Thema Statistik, mit dem Thema Entscheidungsfindung, mit dem Thema systematisch falsche Wahrnehmung zu beschäftigen. Oh, danke für den Tipp. War gut. Zwei Fragen zum Schluss noch. Erstmal, was ist eine Sache oder eine interessante Sache, die du so in den letzten 12 Monaten gelernt hast? Persönlich sehr lange auf meiner Agenda steht schon Singen lernen. Ich glaube, ich singe sehr schön, aber ich glaube, was du meinst, ist wahrscheinlich beruflich, ne? Wie auch immer. Total offen, wenn du sagst, ja, dass du hast Singen gelernt, auch sehr schön. Auch gut, ja. Nee, tatsächlich, also auf der beruflichen Seite ist es Finanzplanung nochmal. Ich habe früher schon auch relativ umfangreich Finanzplanung gemacht, aber nie in dem Maße, wie ich das in den letzten Monaten gemacht habe. Allein durch die Krise gab es einfach eine ganze Reihe von Startups, denen ich versucht habe zu helfen, indem ich mit ihnen nochmal gemeinsam eine neue Finanzplanung gemacht habe, nochmal ein Worst- und Best-Case-Szenario, nochmal einfach versucht, jedes Thema anders anzuschauen, nochmal anders zu planen und zugleich damit verbunden, Automatisierung von Finanzbuchhaltung. Klingt überhaupt nicht spannend, hätte ich auch vorher gedacht, ist aber echt ein ganz spannendes Thema, insbesondere in den Zeiten jetzt, wo gerade Zeitgold aufgegeben hat, nachdem sie, ich glaube, 50 Millionen Euro eingesammelt haben, gerade im März nochmal die Hälfte davon und jetzt haben sie aber ihr Produkt eingestellt. Candice, glaube ich, Candice, das Gleiche. Also wirklich ein sehr spannendes Thema, wie sich das entwickelt, warum das schwierig ist und welche Möglichkeiten es da gibt. War es mir relativ weit entfernt und ja, da bin ich jetzt tiefer eingestiegen zum ersten Mal. Okay, ja, war gut. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du immer mehr wieder hörst in deinem Tätigkeits- oder Expertisebereich? Schneller ist immer besser. Der Rocket Internet Klassiker. Das ist, glaube ich, das Schlechteste. Ja, ich glaube, wird sofort klar, haben wir auch schon an verschiedenen Stellen immer drüber geredet, gerade. Zeigt es ja nochmal sehr deutlich. Ja, ich würde sagen, User-Centric ist immer besser. Okay, voll gut. Der Gegenpol dazu. Florian, gibt es sonst noch irgendwas, was du nochmal betonen möchtest, wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen oder generell, was du dann nochmal irgendwie betonen möchtest? Ja, traut euch, wenn ihr gerne gründen möchtet, gründet. Es gibt schon jetzt natürlich sehr viele Ressourcen dazu. Wenn ihr Simons Podcast regelmäßig hört, mit Sicherheit hat euch das auch geholfen, vielleicht euch darauf den Weg zu machen. Es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man auch leicht finden kann. Zusätzlich, ich übernehme ab und zu Pro Bono-Projekte. Tatsächlich hat mich Simon gerade erst begeistert, ein sehr gutes Projekt zu unterstützen, Project Together, die auch wiederum Initiativen fördern und mit Coaches zusammenbringen und so weiter. Das heißt, macht einfach den ersten Schritt und ich glaube, ihr werdet feststellen, dass in dem Moment, wo euch aus der Tür wagt, ihr merkt, dass es nur der fehlende Mut war, ja, der euch bisher davon abgehalten hat, es zu machen. Gut, danke. Wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, was ist die beste Anlaufstelle? Ich bin ein relativ privater Mensch, das heißt, vielleicht auch deshalb, weil ich lange ein Social-Media-Startup hatte, habe ich mich von Facebook und anderen Plattformen völlig zurückgezogen oder zumindest sehr zurückgezogen. Ihr könnt mich natürlich auf meiner Seite gründer-herz.com oder essentialcoach.de finden und mir schreiben, sonst glaube ich am besten über einen Kaffee. Das heißt, wenn ihr ein spannendes Projekt habt, über das ihr gerne reden möchtet, schreibt mir einfach und dann treffen wir uns mal zum Kaffee. Also, Webseite war nochmal gründer-herz.com. Ganz wichtig. Okay.
Also Florian, vielen Dank. Danke für den Austausch, für die Einblicke, aber natürlich auch für deine Arbeit. Ich danke dir, Simon. Es hat Spaß gemacht. Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.